So, Freunde, hier sitze ich nun mit zwei Camps in der Hand. Einmal V-Pin-Video und einmal Grill- bzw. Topf-Video. In der Grillkota. Heute kommt der Besuch. Der Bambi Plattfuß mit dem Sven vom Weepin-Shop. Wir machen heute den Flipper soweit lauffähig. Nicht fertig, lauffähig. Ja, und dann war es das erste Mal mit den V-Pin-Videos, bis es da mal wieder weitergeht. Und ja, schaut doch das V-Pin-Video an. Mhm. Und die anderen, wo nur die V-Pins-Videos anschauen, schaut auch das Topf-Video an. Ja, okay, Leute, die Cam aus, die Cam weiter. So, Freunde, der Topf. Da unten steht er, ist soweit fertig. Die zwei sind auch da. Wir können loslegen. Wir sehen uns in der Werkstatt. Ja, Leute, wenn man den Dummy hier so anschaut und die Platine unten drunter, richtig geil. Hier haben wir jetzt das 230 Volt Anschlussset. Kommt der Kasten, kommt hinten in die Ecke rein und der Schalter kommt in diese Ecke rein. Ja, da brauche ich jetzt die Löcher mit dem Ding hier wieder. Ja, und der Sven rennt hier mit dem Fin Control 2 rum und der macht es dabei rein. So, das Fin Control 2 steckt auch schon drin. Wunderbar, teilweise schon angeschlossen. Macht er recht fix, der Sven. Aber ist ja auch kein Wunder, so schön wie ich die Kabel schon vorbeschriftet habe, alles und hingelegt. Bist du damit zufrieden? Jawohl. Na also, ja, hier hinten durfte jetzt das Kabel für den Stromanschluss noch etwas kürzen. Einfach, dass wir hier nicht noch 3 Kilometer extra drin liegen haben. Ja, wenn das soweit fertig ist, schraube ich den drüben rein. Ja, und dann geht es dann mit dem Giermotor und den anderen weiter und dem Planger. Naja, wir werden sehen. Oder? Ich warte nur drauf, dass fertig ist. Wie war das mit dem Licht? Ja. Müssen wir halt schneller schauen. Nur keine Hektik. Nicht hudeln, wenn es pressiert. Nee. Hauptsache, du schließt richtig an. Jo. Ja, was machst du denn da Schönes? Deinen Scheiß aufräumen. Als wäre ich der Lehrling, darf ich jetzt hier sortieren, weil der Junkie gemeint hat, er schmeißt den ganzen Shit runter. Ja, wer hat es da drin so ganz genial positioniert? So wie sie es gehört, dass man nicht ganz halt laufen muss. Mei, 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 mei. So, Freunde, ich muss mich jetzt draußen um den Topf wieder kümmern. Er schraubt hier fleißig. Ich heb's Licht. Und er filmt, falls er den Shaker oder den Giermotor schon reinschraubt. Ja, hilft nichts. Bin gleich wieder da. Es geht weiter. Es kommt rein, was zusammengehört. Ja, ich baue die Grafikkarte ein und dann geht jetzt wirklich Stück für Stück voran. Da haben wir den Giermotor. Was simuliert der? Alle bewegenden Teile. Also wir nehmen es als Beispiel, da ist eine Kanone, die sich dreht. Da macht es das Geräusch, wird er den nachher hören, wenn wir das dann spielen. Genau das macht diese Motor. Ist das nicht im Spiel dann selber über die Lautsprecher auch oder wie ist denn das? Sowohl als auch. Also man kann es entweder nur über die Lautsprecher machen, dann ist es ein künstliches Ton, oder man macht es hier mechanisch, was natürlich viel schöner ist, weil wir wollen das echte Sound haben wie beim echten Flipper. Deswegen ein Motor einbauen klingt besser. Sehr schön. Ah, ich höre einen Planger und habe es nicht einmal mitgekriegt, wie er reingeschraubt hat. Ja. Wenn es läuft, dann läuft's. Dir sei verziehen, dass du mich hast so lange warten lassen. Ja, auch weil er arbeitstechnisch verdammt eingespannt ist. Aber mein Gott, das ist so, dafür ist er jetzt da und hilft mit. Jo, alle Kabel drin, bis auf den Shaker-Motor. Den habe ich bis jetzt noch nicht entdeckt. Den habe ich vergessen. Ich kill dich. Naja, gut.
Jetzt kommen noch die Cider, wie heißen sie? Cider-Grills. Ja, hin und die leisten dann, naja, das übliche Graffel halt. Ja. Aber jetzt gehen wir erst einmal was essen. Weiter geht's, voll gefressen, aber satt. Naja, und der hat anscheinend echt den Shaker-Motor vergessen, verdammte Axt. Naja, hilft nichts. Jetzt machen wir oben noch die Schlitze rein und etc. pp. Wächst der Scheibe. Ja, ich zeig's euch einfach. Also ich weiß zwar nicht, wie er es jetzt vorhat, aber er hat sich mal die Strichle angezeichnet. Und ja, lass man einfach machen. Und der baut die Dinger, der wird das schon wissen. Alles, was jetzt kommt, wird Murks. Ich hau dir. Na, hält sich das gut? Ich bin nur hier, um sicherzustellen, dass das Ding von alleine stehen kann. Weil wenn ich loslasse, kippt das Ding um. Jo, das sind die Leisten. Sind die jetzt gebürstet oder poliert? Gebürstet. Gebürstet, okay. Ja, manchmal ist es schon von Vorteil, wenn man andere für sich arbeiten lassen kann. Wie Sklaven behandeln wir uns. Genau, wie Sklaven haben hier ein leckeres Topfgericht zum Essen bekommen. War sehr lecker. Und dann haben wir den noch wie Sklaven hier. Aber wir haben unseren Spaß dabei. Also was er hier jetzt macht, war nicht meine Wahl. Es wurde mir aufgedrängt. Empfohlen. Es wurde mir einfach aufgedrängt. Als wieder gut machen. Ja. Mach einfach noch unten drunter eine RGB-Beleuchtung, nein. Okay. Ich wurde genötigt, Löcher zu bohren. War es wenigstens der goldene Schuss? Ach so, ja, die Auflösung mit meinem Holzbrettchen hier hat sich erledigt, leider. Oder, naja, ist nun mal so. Es wäre gewesen, um genau hier an der Kante die Grafikkarte abzustützen. Das Ding wäre passgenau da reingegangen und bloß noch ablenken und unten drunter und fertig. Aber da jetzt die Steckdosenleiste ist, muss ich mal was anderes überlegen. Aber da mache ich auf alle Fälle noch eine zusätzliche Stütze unten rein. Was machst du denn da Schönes? Special. Nur wer vollen Einsatz zeigt, kommt auch ins Ziel. Tja, so ziemlich die letzten Handgriffe hier hinten. So Leute, Abfahrt nach vorne.
ja, hier gibt es noch eine neue, das hat nicht ganz funktioniert. Egal, kriegen wir schon noch hin. Was hast du gerade festgestellt? Er steht. Ja, richtig. Aber sowas von. Aber sowas von, Leute. Ja, jetzt fehlt eigentlich bloß noch die Glasscheibe. Und ja, wie gesagt, schauen wir mal, wie mir das gefällt hinten auf Dauer. Ansonsten kommt da noch eine Backbox hin und naja, Folierung noch. Jetzt warten wir noch auf den Bambi wieder. Und dann werden wir hier mal das Ding unter Strom setzen. Jo. Oder sollen wir es ohne ihn schon machen? Passieren kann nichts. Passieren kann nichts. Oh, so. Einmal Drückerli, passiert nichts, weil unten Strom einschalten. Naja, man hätte vielleicht das Netzteil unten drunter noch einschalten sollen. Ups. Scheiße. Also, nochmal alles raus, Netzteil einschalten. Jo, der große Bildschirm geht zuerst an. Ist das ein gutes Zeichen? Das schauen wir jetzt. Kommt der zweite. Hallo, Jens Üben. Und ich glaube, den großen. Oben müssen wir vielleicht auch noch einschalten. Was? Die weiße Katze hat mich gerade voll. Jupp. Die scheint genau. Schauen wir mal, ob er kommt. Jupp, er kommt. Es kommt. Ding, ding, ding. Ja. Ton ist auch da. Bambi, dein Auftritt. Gib so. Gas. Ja, mache ich jetzt auch. Leute, bevor wir hier jetzt weitermachen, erkläre ich das Hardware-Video, also den Zusammenbau etc. pp., auch wenn jetzt hier momentan die Kleingeraffel nicht drauf ist, für beendet. Jetzt dann weiter mit dem nächsten Teil. Bis dahin Tschaikowski, wo es er dann installiert.